Freunde der solaren Selbstversorgung. Heute haben wir mal Glück mit dem Wetter. Es ist zwar kalt, aber sonnig. Kalt und sonnig ist optimal für Solar. Jetzt schauen wir mal. Also wir haben jetzt hier ein Handy und eine Powerbank. Und ja, 10 Watt werden jetzt quasi gezogen. Und man merkt, dass der kleine Wandler hier jetzt dann doch langsam an seine Grenzen kommt. Er kann zwar stabil die 5 Volt Output liefern, das ist gut, aber das kleine Ding hier, das ist scheinbar die Spule und die wird ordentlich heiß. Boah, also heiß, ich kann es quasi nicht lang anfassen. Das heißt, das kleine Ding auf eine Powerbank, ein Handy, okay, aber ich glaube, dann war es das auch. Also alles drüber wird er nicht packen, also mehr als 10 Watt macht er nicht mit, wird er uns ablaufen. Deshalb ist hier schon eine ganze Armada an möglichen Schaltkreisen. Der hier wird auch nicht mehr liefern können. Der kann angeblich 10 Ampere, aber es hieß schon nur mit aktiver Kühlung. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht auch sehr gut aus. Also, und das wäre dann die absolute Notlösung, einfach über so einen Widerstand. Ja, aber was soll's. Okay, ich halte euch auf dem Laufenden und ja, wird man da auch ein Input-Output-Messgerät holen. Also ich habe quasi aktuell nur ein Energiemessgerät und ich hole mir 2, dass ich was davor und danach messen kann, die Watt, und dann einfach sehen kann, okay, wie viel Eigenverbrauch hat denn der Wandler, wie effizient ist denn der Wandler. Die werden so angegeben mit 80 bis 90, schauen wir mal.